Hallo, liebe ARD-Gesund-Community. Sorry, wir sind zu spät. Eckart winkt auch schon. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr da seid. Wir hatten leider wahnsinnige technische Probleme, aber jetzt läuft es. Und ich freue mich irre, dass ihr da seid und dass wir jetzt über die Abnehmspritze sprechen. Ich bin Dr. Julia Fischer. Ihr kennt mich aus meinen Videos, die jeden Donnerstag hier erscheinen. Und ich verspreche euch jetzt, wo es endlich klappt, wird es auch unterhaltsam und spannend. Wie gesagt, wir wollen über die Abnehmspritze sprechen, denn um sie herrscht aktuell ja ein gigantischer Hype. Es heißt, sie sei die wissenschaftliche und wirtschaftliche Sensation der letzten Jahre. Sie sei der Durchbruch bei der Therapie von Übergewicht und sie könne in den nächsten Jahrzehnten etliche Leben retten. Ursprünglich wurde die Spritze als Diabetesmedikament entwickelt. Wenn man sich die gesellschaftliche und mediale Debatte anschaut, geht es vor allem ums eine, ums Abnehmen. Und da setzt natürlich auch die Kritik an. Ist es in Ordnung, dass Menschen die Spritze als Lifestyle-Medikament nutzen, um vielleicht schnell vorm Sommer nochmal die Strandfigur zu erreichen? Oder sollte das Medikament tatsächlich denjenigen vorbehalten bleiben, die es medizinisch dringend brauchen? Wir wollen jetzt darüber sprechen, was ist das für ein Medikament? Wie wirkt diese Spritze? Welche Nebenwirkungen hat sie? Und für wen ist sie tatsächlich geeignet und für wen nicht? Wir wollen auch möglichst viele eurer Fragen beantworten. Vielen Dank, dass ihr so viele eingeschickt habt. Und natürlich mache ich all das nicht alleine, sondern ich freue mich sehr, dass ein sehr geschätzter, kompetenter und prominenter Kollege jetzt mir zugeschaltet ist. Ihr kennt ihn auch alle, wir haben ihn eben schon kurz gesehen, da ist er wieder. Er ist Arzt, Wissenschaftsjournalist und auch der Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, Eckart von Hirschhausen. Schön, dass du da bist. Hallo Julia. Hi. Hallo YouTube. Es ist das erste Mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich drücke die Daumen, dass es jetzt klappt. Ja, ich hoffe auch. Du sitzt im MDR und nicht tatsächlich live in Fleisch und Blut neben mir, sondern bist mir zugeschaltet aus Leipzig. Was machst du da? Ja, ich bin gleich noch bei Brisant. Heute ist ja die ARD mit dem ganzen Thementag Medizin von morgen präsent. Und da versuchen wir wirklich mal das, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet, nämlich Radio, Fernsehen und Social Media zusammenzudenken für das große Thema. Weil wenn man fragt, was ist dir wichtig? Gesundheit. Was ist dir für deine Angehörigen wichtig? Gesundheit. Also heute geht es darum, was können wir heute schon tun für die Medizin von morgen. Super, genau so ist es. Darüber wollen wir auch jetzt reden. Es gab gestern schon im Fernsehen und es ist jetzt zu sehen, deine Doku über die Abnehmspritze, Hirschhausen und die Abnehmspritze. Wir steigen direkt ins Thema ein. Wir haben ein bisschen Zeit verloren durch die technischen Probleme. Deswegen wollen wir jetzt mitten rein. Es heißt immer, mangelnde Bewegung, dass die falsche Ernährung, das sind die Gründe, weswegen zu viele bei uns zu viel wiegen. Jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist zu schwer. Auch die Kinder werden immer dicker. Die WHO schätzt, 13% der Krankheitsfälle gehen auf Übergewicht, dafür ist Übergewicht ursächlich. Wir wollen jetzt mal gucken, warum ist es denn eigentlich so schwer abzunehmen? Und es entsteht ja oft der Eindruck, das sei tatsächlich eine Willensschwäche und diejenigen würden sich einfach nicht ausreichend anstrengen. Aber das ist völlig falsch, oder? Ja, also ich habe selber ganz viel gelernt. Du weißt, im Studium hat man so ein bisschen was über Blutzucker, über Diabetes, Behandlung und so weiter. Aber die ganze Psychologie von Abnehmen, von Übergewicht, von Essstörungen, die hatte ich nicht derartig in der Komplexität auf dem Schirm. Und ich bin total happy. Die Grundidee von diesen Hirschhausen-Dokus ist ja immer auch an Orte zu kommen, wo man gesellschaftlich nicht so gerne hinguckt, auch mit der Kamera nicht immer hinkommt. Ich war eben zum Beispiel auch in Therapiegruppen, in Wohngruppen von Essgestörten. Ich habe da viel auch über die Vielschichtigkeit der Entstehung gesprochen und gelernt. Es ist eine Mischung von psychologischen Faktoren, von auch Erbgut, von genetischen Faktoren. Dann der Lebensstil natürlich. Wir haben ein uraltes evolutionäres Programm im Hirn, was eben nicht geprägt wurde in der Zeit mit Regalen im Supermarkt und Kühlschränken zu Hause, sondern immer sozusagen den Kampf gegen den Mangel, gegen den Hunger als oberste Priorität hatte. Und entsprechend hat der Körper ganz, ganz viele Tricks. Und das Fiese ist, es ist viel leichter zuzunehmen als abzunehmen. Und das habe ich auch selber probiert in einem Selbstversuch an mir. Und es ist leichter, sein Belohnungssystem da im Hirn durcheinander zu bringen, als es wieder gerade zu biegen.
Es gibt also ganz, ganz viele Faktoren, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass Menschen zu viel wiegen und es auch nicht schaffen, wieder abzunehmen. Es ist völlig klar, dass es tatsächlich eine chronische, ernstzunehmende Erkrankung ist und eben nicht nur Willensschwäche. Du hast in deinem Film ja auch mit Betroffenen gesprochen, mit Expertinnen und Experten zum Thema. Und wenn Betroffenen unterstellt wird, sie seien einfach nur dumm und willensschwach, dann hat das tatsächlich ja auch gravierende psychische Folgen. Und wir haben einen Ton aus deinem Film von einem Protagonisten, der so ein bisschen zusammenfasst, wie sich das auch anfühlt. Vielleicht können wir uns das mal kurz angucken. Das ist nicht der Richtige. Der Betroffene bin in dem Fall ich. Ja. Aber das ist nicht schlimm, weil ich tatsächlich mal wissen wollte, was passiert da im Hirn. Und wir haben ja lange die Ursache fürs Übergewicht einfach mit Kalorienzählen versucht zu bekämpfen. Und dann gab es da alle möglichen Möglichkeiten, auf den Stoffwechsel Einfluss zu nehmen. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an diese Resorptionsblocker für Fett. Ja, was hat man den Leuten angetan? Da hatten sie wahnsinnig Blähungen und Durchfall. Das war alles nicht die Lösung. Und jetzt das Neue an der Abnehmensspritze ist wirklich, dass sie hier oben an diesem Schalter sozusagen der Sättigung vermittelt mit einem Medikament ansetzt, was so ein bisschen ist wie ein Hormon. Also Insulin ist ja Teil dieser Regulierung, wann fühle ich mich satt. Und dieses System ist aber aus der Bahn zu bringen. Und dafür war eben dieser kleine Einspieler der Andeutung. Wer die ganze Folge sehen will, die ist in der ARD Mediathek, Hirschhausen und die Abnehmspritze und dann auch Hirschhausen und die Medizin von morgen. Und dieses Selbstexperiment hatte zum Ziel, dass ich mich im MRT getestet habe, worauf reagiert mein Belohnungssystem? Ich kriege dann so Bilder von Hamburgern, von Pommes, von Chips, von Cheesecake. Ich durfte auch ein bisschen verraten, worauf ich selber so stehe. Cheesecake ist mein allerliebstes. Und dann konnte man zeigen, dass wenn ich eine Woche lang Schrott esse, also 1500 Kilokalorien zu viel, dass dann mein Belohnungssystem sich verstellt und sagt, mehr davon, obwohl ich selber das Gefühl hatte, ich will das Zeug nie mehr sehen. Und da habe ich verstanden, das hat Ähnlichkeit mit einer Sucht, das hat Ähnlichkeit mit einer Abhängigkeitserkrankung. Und deswegen, wie du eingangs auch richtig gesagt hast, Julia, der Hass, den Menschen mit Übergewicht abbekommen, der immer so unterschwellig sagt, du bist doch selber schuld, du bist zu doof, du bist zu willensschwach und so weiter, das habe ich wirklich verstanden, wie ungerecht das ist für Menschen, die aus ganz, ganz verschiedenen Gründen in diese Situation gekommen sind. Und es ist praktisch unmöglich, da aus eigener Kraft rauszukommen. Ich habe bei dem Ariya Sharma, einem Adipositas-Forscher, auch dieses Beispiel mir abgeguckt, der sagt, na klar, kannst du dich runterhungern. Und runterhungern ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, das dann zu halten. Und der Körper hat eben aus dieser evolutionären Prägung heraus uralte Mechanismen, das Fett, wenn er es einmal eingelagert hat, mit Krallen zu verteidigen. Der fährt den Grundstoffwechsel runter, das Immunsystem fährt runter und auch selbst bei Sport nehmen gewichtige Menschen weniger ab und. Das heißt, er sagt, du kannst mit Fitness, mit Ausdauer, mit Muskelaufbau und mit weniger Essen, du schaffst es abzunehmen, aber es ist immer eine Anstrengung und wie du merkst, auch ich kann das eine Weile lang halten, aber irgendwann kommt das, was viele Menschen auch aus dem eigenen Leben kennen, das ist der Jojo-Effekt. Und was macht die Abnehmspritze? Sie nimmt ein bisschen Druck raus aus dieser Spannung, aber, und das muss man auch klar sagen, alles, was wirkt, hat Nebenwirkungen und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man die auch dauerhaft nehmen, weil wie bei Bluthochdruckmedikamenten auch, Adipositas ist eine chronische Erkrankung und wenn du aufhörst, das Medikament zu nehmen, dann kommen die Kilos wieder zurück. Das heißt, es ist kein Wundermittel, aber es ist für viele Menschen, die schon sehr verzweifelt andere Dinge probiert haben, vor allen Dingen für Menschen mit Begleiterkrankungen, mit Zuckerkrankheit, mit Diabetes oder auch mit Gelenken oder auch mit Herz-Kreislauf-Problemen, was ja oft in diesem metabolischen Quartett miteinander verknüpft ist, für die ist es eine echte tolle neue Innovation. Also für viele ist das, wie du sagst, eine ganz tolle neue Innovation, aber sie kann auch Nebenwirkungen haben. Ne? Also dazu kamen nämlich ganz viele Community-Fragen. Martina, Anne und Annemarie wollten nämlich zum Beispiel wissen, welche Nebenwirkungen und auch welche Langzeitfolgen sind eventuell möglich. Sie können zum Beispiel Depressionen auftreten. Ja, das kennt man bei der bariatrischen Operation. Also bisher war
das Erfolgreichste, das Wirksamste, was man machen konnte, waren diese Magenoperationen, Magenverkleinerung oder so ein Magenbypass. Und da hat man tatsächlich erlebt, dass Menschen psychisch labiler wurden, dass sie zwar Gewicht verloren, aber nicht besonders glücklich darüber waren. Und da gab es tatsächlich eine Assoziation auch mit Suizid. Die gibt es bei der Spritze nicht. Die Spritze hat allerdings natürlich auch Nebenwirkungen und Risiken. Maßgeblich Übelkeit, Erbrechen. Viele sagen, ich vertrage es gut. Viele sagen aber, mir ging es die ganze Zeit nicht besonders. Auch Verdauungsbeschwerden. Und die härteste Nebenwirkung, die bekannt ist, ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Was ja auch nicht so überraschend ist, weil in der Bauchspeicheldrüse auch ein Teil der Wirkung passiert. Und eben dort ist ja auch die gesunde Regulation mit dem Insulin auch angesiedelt. Also es ist nichts, was, du hattest ja auch in deiner Anmoderation ja gesagt, es ist nichts für die Bikini-Figur, es ist absolut absurd, wie gerade in den USA Social Media das sozusagen davon überquillt von Begeisterung. Es gehört in ärztliche Hände, es ist verschreibungspflichtig, es ist rezeptpflichtig und sollte vor allen Dingen die Menschen erreichen, die es wirklich brauchen und nicht alle Leute bunkern das aus sehr Schönheitsidealen, die sowieso zu hinterfragen sind. Also diese Doku hat mich doch sehr nachdenklich gemacht und da würde ich auch gerne wissen, was du auch aus deiner ärztlichen Sicht dazu sagst. Also ich sehe das natürlich ganz genau so. Das ist als erstes ein Medikament, was unbedingt denjenigen vorbehalten bleiben sollte, die es tatsächlich wirklich brauchen. Mich hat das in deiner Doku auch total beeindruckt, wie schnell solche körperlichen und auch hirnphysiologischen Prozesse voranschreiten, wie sehr wirklich einem die Selbstkontrolle eigentlich entgleitet, wenn man übergewichtig ist. Du hast es schon gesagt, dabei kann die Abnehmspritze helfen, man muss sie aber tatsächlich immer weiter nehmen, weil sobald man sie absetzt, springt das Gummiband zurück eigentlich und der Körper strebt zurück zu seinem Ausgangsgewicht. Das heißt, eigentlich muss man das Medikament über Monate, Jahre oder sogar lebenslang nehmen und es kostet ja auch was, ne? Küstenkind und Martina haben uns zum Beispiel gefragt, wie teuer ist das? Also wenn ich das wirklich langfristig nehmen möchte, was muss ich da ausgeben? Also aktuell gibt es in Deutschland vor allen Dingen zwei Medikamente, die eigentlich den gleichen Wirkstoff haben. Semaglutid in unterschiedlichen Dosierungen. Das eine heißt Ozempic, das andere heißt Wegovy. Und was ein bisschen ungerecht in meinen Augen auch ist, ist, dass es für die Behandlung von Menschen mit existierender Zuckererkrankung mit Diabetes Typ 2 auch von den Kassen übernommen wird in der Regel. Aber für die Menschen, die Übergewicht haben, meistens nicht. Und da ist unser Sozialgesetzbuch auch sehr antiquiert. Es sagt, das ist sozusagen eine Lifestyle-Droge, wenn man so möchte. Also wirft eine sinnvolle medizinische Behandlung in einen Topf mit Dingen wie Haarwuchsmittel oder Faltencremes, wo die Kassen ja zu Recht nicht zahlen. Andere Länder, zum Beispiel England, sind da sehr viel fortschrittlicher und ich bin sicher, dass sich das auch in Deutschland verändern wird. Das muss sich verändern, weil es 2020 bereits die Anerkennung von Adipositas als chronische Erkrankung gab und dann muss der nächste Schritt auch sein, dass die Menschen, die davon auch profitieren, zum Beispiel auch inzwischen in Studien nachgewiesen, weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle, also auch viele positive Nebenwirkungen auf andere Organe, das muss zugänglich werden und es kommen jetzt auch neue Kombinationen auf den Markt. Mit den genannten Mitteln kann man so 15-20% des Körpergewichts verlieren. Man hofft jetzt, dass auch eine neue Kombination sogar von 2 oder 3 Angriffspunkten noch effektiver sein wird. Also da tut sich gerade extrem viel. Da tut sich ganz, ganz viel. Das ist wahnsinnig wichtig und total gut. Auch in der gesellschaftlichen Debatte muss sich viel tun. Wir müssen auch mit Übergewichtigen wirklich irgendwie ganz anders umgehen und sie mit viel mehr Respekt und Verständnis behandeln und das anerkennen, dass es eine Erkrankung ist, die es zu therapieren gilt. Du hast es gesagt, es kann auch irgendwann Folgeerkrankungen verhindern. Es ist ja jetzt schon erwiesen, dass zum Beispiel die Herz-Kreislauf-Erkrankungen dadurch auch verringert werden. Wir haben aber auch gehört, wenn man es nicht dauerhaft durchnimmt, dann lässt die Wirkung wieder nach. Das heißt, der absolute Gamechanger in dem Problem Übergewicht ist die Spritze nicht, oder? Nee, das ist wichtig, dass du das auch so klar sagst, weil ich habe ja da in dem Film auch eben mit Menschen mit Essstörungen gesprochen und eine Essstörung kriegst du nicht mit einer Spritze weg. Mhm. Und was mich sehr berührt hat, war die eine Frau, die durch die Magenoperation, also nicht durch die Spritze, sondern durch eine andere Intervention sehr viel Gewicht verloren hat. Die hat erzählt, wie
das erstmal für Sie gar kein Erfolgserlebnis war im Sinne von, ich freue mich, dass ich jetzt weniger wiege. Die erzählte, wie sie beim Spazierengehen plötzlich sich im Spiegel sah und dachte, wer ist denn dieser Mensch? Ich erkenne diese Person ja gar nicht wieder. Und sie sagte auch, dass natürlich psychologisch sie von Kind auf an gelernt hatte, dass Essen für sie so eine Art Belohnung ist. Also wenn du dich trösten wolltest, wenn du dich einsam gefühlt hast, dann hast du immer was Süßes genommen. Und diese Mechanik, die kannst du ja nicht mit der Spritze einfach auflösen. Das heißt, man braucht schon, je nach Ursache, auch eine spezifischere Therapie. Sie hat dann zum Beispiel auch in der Wohngruppe und in Therapiegruppen auch diese Themen für sich sortieren lernen können. Und das ist mir nochmal wichtig, dass sozusagen nicht jeder Mensch, der übergewichtig ist, ist krank. Nicht jeder, der schlank aussieht, ist deswegen auch gesund. Also wir müssen wirklich da sehr viel genauer hingucken, was sind die Ursachen und wo kann die Spritze helfen, wo muss man aber auch die Menschen davor schützen, da wahnsinnig viel Hoffnung reinzulegen, wenn es nicht eigentlich das Kernproblem löst. Mhm. Stattdessen müssten wir wahrscheinlich, ja, du hast schon einige erwähnt, einige Ansatzpunkte, wie wir das Problem insgesamt lösen könnten. Und viel davon hat ja tatsächlich auch einfach damit zu tun, dass wir vorbeugen müssen, oder? Dass wir schon präventiv eigentlich arbeiten müssen mit Kindern in Schulen zum Beispiel, mit Eltern, also dass einfach auch wirklich schon irgendwie rechtzeitig ein gesunder Ernährungswandel und so weiter, ein gesunder Lebenswandel geübt wird, oder? Also ich habe in Tübingen gedreht und da gibt es weltweit eins von zwei Geräten, die eine Hirnfunktionsmessung im Mutterleib bei dem werdenden Kind ermöglicht. Und das hat mich auch echt geflasht, weil du kannst zeigen, dass Übergewicht sich sozusagen vererbt in dem Sinne, wir denken ja immer, alles, was man sozusagen vererbt nennt, ist alles auf dem Erbgut, aber wir wissen heute, Epigenetik heißt das Fachwort dafür, die Art und Weise, wie Gene abgerufen werden, wie jemand wird, hat auch ganz viel mit Stress im Mutterleib zu tun oder auch mit Faktoren wie Übergewicht. Und man kann zeigen, dass die Babys sozusagen, bevor sie schon überhaupt auf die Welt kommen, schon eine Prägung haben, dass ihre Hirnfunktion langsamer ist, wenn die Mutter oder auch der Vater übergewichtig ist. Das heißt also, dieses Fat-Shaming ist für mich ein absolutes No-Go nach diesem Film. Und vor allen Dingen Prävention, wie du sagst, beginnt eigentlich vom Mutterleib an. Das heißt, wir müssen viel mehr gesellschaftlich investieren, damit die Leute überhaupt nicht erst in diese schiefe Stoffwechsellage kommen. Das heißt, gesundes Essen in der Kita, gesundes Essen in der Schule. Denk mal auch an deine Zeit als Ärztin im Krankenhaus zurück, was es da für ein Fraß gibt in Orten, wo man eigentlich gesund werden soll. Das ist doch absurd, dass wir dort nicht endlich auch eine pflanzenbasierte Ernährung, so eine Planetary Health Diet, die Herzinfarkt, Schlaganfall, alles reduzieren kann, zum Standard machen. In allen Häusern in Deutschland, in Dänemark sind die da Vorreiter. Wir brauchen eine vernünftige Besteuerung von Lebensmitteln, die schädlich sind. Wir müssen gesundes Essen günstiger machen, gerade jetzt in Inflation. Ich war gestern auch bei Frau Maischberger, da hat Jörg Pilawa auch über Armut in Deutschland gesprochen. Er sagte, natürlich fangen die Leute erstmal an, bei frischen Sachen zu sparen. Ja, das ist ein Skandal, dass wir Obst und Gemüse nicht endlich von der Mehrwertsteuer zum Beispiel befreien. Make the healthy choice the easier choice. Es muss einfach sein, sich gesund zu ernähren. Es darf nicht Luxus sein, es darf nicht Bio irgendwie die Ausnahme sein. Es muss sozusagen die Grundversorgung sein. Und dann würden wir auch nicht erleben, dass man erst die Leute dick werden lässt und dann für Milliardengeschäft und die beiden Firmen, die da die Spritzen herstellen, sind im Moment über 1000 Milliarden Euro wert. Also es ist auch ein Wahnsinns-Geschäftsmodell dahinter. Da können wir auch in der Doku, glaube ich, diese Vielschichtigkeit erwähnen. Und letzter Punkt, der Mensch aus der Lebensmittelindustrie, der da immer sehr gute Lobbyarbeit hinter den Kulissen macht, wollte uns kein Interview geben. Auch das spricht Bände. Jetzt muss ich aber leider zur nächsten Sendung. Deswegen hoffe ich, dass du mit den Fragen, die auch die neugierige Community gestellt hat und den Filmausschnitten von der Abnehmspritze und Medizin von morgen noch den Rest der Neugierigen hier am Kanal glücklich machst. Ich bin das nächste Mal gerne wieder entspannt dabei und dann wissen wir auch von Anfang an, wie es geht. Ganz tschüss. Genau. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Noch viel Erfolg bei deinem anstrengenden Tag heute. Ciao. So ist es. Also diese Doku von Hirschhausen und die Abnehmspritze, die zeigt wirklich auf ganz vielfältige, spannende Weise, wie Übergewicht zustande kommt, was es mit unserem Körper, mit unserem Gehirn macht, wobei die Spritze helfen kann und wofür sie eben nicht die Lösung ist.
Die lege ich euch hiermit wirklich ganz, ganz warm ans Herz. Schaut sie euch an. Ihr findet sie jetzt schon in der ARD Mediathek. Und Eckart hat auch noch eine zweite Doku gemacht. Die heißt Hirschhausen und die Medizin von morgen. Die begleitet die neue Charité-Staffel, die im Jahr 2049 spielt und dementsprechend mit lauter medizinischen Themen aus der Zukunft zu tun hat. Es geht um künstliche Intelligenz, um die Genschere, aber auch um die Klimakrise, was ja eines der Herzensthemen von Eckart von Hirschhausen ist. Auch die möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Auch die findet ihr in der ARD Mediathek. Heute Abend kommen die beiden ersten Folgen der Staffel Charité 2049 und direkt im Anschluss könnt ihr dann die Doku von Eckart ebenfalls sehen. Um 21.55 Uhr geht die los und das gesamte Programm gibt es natürlich sowieso in der ARD Mediathek. Und der liebe Eckart hat auch noch einen Podcast zum Thema gemacht, gemeinsam mit Katharina Erdig, der Wissenschaftsjournalistin. Und auch da sprechen die über medizinische Ansätze, die in der Zukunft relevant sein werden. Zum Beispiel geht es da um gesundmachende Keime, viele weitere Themen, die super spannend sind. Hört euch das an. Und zu allerletzt noch einen kleinen eigennützigen Hinweis. Ich bin heute Abend um 18.45 Uhr bei Das auf dem roten Sofa zusammen mit Hinnerk Baumgarten. Auch da klären wir viele weitere Themen, gesundheitliche Themen. Es wird darum gehen, wie man am besten Bauchfett verliert, ohne in gefährliche Diätspiralen zu geraten, ob der BMI gut ist oder nicht, wie man sich ernähren sollte, wie ein gesundes Abendbrot ausschaut. Also auch da lauter spannende Themen, um die es gehen wird. Ich hoffe, ihr schaut zu. Ich würde mich sehr freuen. Danke euch herzlich dafür, dass ihr jetzt dabei wart. Auch diesen Stream könnt ihr natürlich im Nachhinein noch hier auf diesem YouTube-Kanal weiter schauen. Guckt auch unbedingt meine Videos weiter, darüber freue ich mich immer sehr. Und abonniert den Kanal, wenn das nicht schon längst passiert ist. Ja, bleibt gesund, macht es gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.